Leute, willkommen zurück zu Top 5, heute Woche Nummer 44 und bei mir gab es jetzt schon längere Zeit keine Folge mehr. Letzte Woche gab es ja wieder mal bei Chio, allerdings war vorher die ganze Zeit noch sein Renderprogramm kaputt, deswegen kam kein Top 5, aber jetzt funktioniert wieder alles, deswegen denke ich mal, kommt jetzt wieder normal Top 5 und wir fangen jetzt auch schon direkt an mit Platz Nummer 5. Hier haben wir Nerox. Nerox ist irgendwie immer auf Platz 5. Naja, auf jeden Fall spielt er hier auf Isla, hat gerade schon einen Gegner getötet, ist gerade noch ein bisschen am Brennen und der equippt jetzt erstmal hier seine neuen 6 im Armor war's. Und den Clip dann hat er mir gar nicht eingesendet, eigentlich war die Woche relativ schwach, er tötet jetzt gerade schon den zweiten Gegner. Und deswegen habe ich den Clip einfach mal nochmal reingenommen, weil ich den relativ nice fand, so für Top 5 Clips. Übrigens Leute, ich habe gerade gesagt, es waren nicht viele Clips am Start, deswegen sendet für die nächste Folge einfach wieder ein bisschen mehr ein, damit die Auswahl wieder größer ist. Und hier kommt gerade noch ein dritter Gegner von der Seite und gibt da erstmal einen richtig schönen Hit. Und jetzt nennt er sich, er macht hier den TNT Boost, nur auf 1,8 ist das ein bisschen OP. Und er stellt mal falsch an, weil das MG Gold nicht schafft. Digga, krass gemacht Nerox, viel Glückwunsch, alles klar, viel Glückwunsch. Genau, wir machen direkt weiter mit Platz Nummer 4 lieber. Hier haben wir nämlich Chikuri und er spielt auch auf Isla de Rosa, rennt erstmal gechillt gegen einen Baum und turnt dann auf den ersten vom Zweierteam hinter ihn. Den zweiten schießt er nochmal ab und rennt dann jetzt erstmal ein bisschen weiter. Beide sind jetzt kräftig hier schon am Bogen schießen. Er weicht allerdings ganz gut aus, bekommt eigentlich kaum Schüsse ab und kann auch immerhin ab und zu ein paar Pfeile aufsammeln. Hier hätte der Gegner jetzt fast einen Hit bekommen bei der Torlänge 1.8 Range. Aber er hat es noch geschafft, hier wegzulorten. Jetzt bekommt er hier allerdings nochmal einen Schuss, ist nur noch auf 2 Herzen und könnte jetzt hier eigentlich geradeaus weiterrennen. Allerdings hat er gedacht, der Gegner rennt weiter, wollte ihn wegrotten, hat deswegen jetzt ein bisschen Zeit verloren, bekommt als er turnen will nochmal einen Hit und ist jetzt eigentlich in der Ecke, kann nicht mehr viel machen. Deswegen geht er jetzt einfach drauf, bekommt einen Rot-Crit und bekommt den anderen nochmal down. Der war mit dem Bogen schon low und der andere war auch One-Hit. Alles klar, mega nice gemacht. Wir gehen weiter zu Platz Nummer 3. Auf dem haben wir Tim Gamer, der spielt auf Kondas und er rennt neben der Wasserrutsche gerade schon die Treppe hoch. Ein Gegner ist hier oben, der ist nicht wirklich stacked, deswegen bekommt er den mit ein paar nice Rod-Kombos relativ schnell down. Hat auch noch ordentlich Herzen und es sortiert es erstmal ganz kurz, hat schnell Speed reingemacht, denn hier unten kommt jetzt direkt der nächste Gegner. Er will ihn erstmal hier rotten und wahrscheinlich von der Treppe runterboxen. Der Gegner traut sich aber erst nicht hoch und als er dann hochkommt, kassiert er erstmal richtig von Tim und entscheidet sich dann schnell wieder runter zu rennen, denn der gute Kerl hat natürlich, wer hätte es gedacht, noch einen Teammate, den sieht man jetzt da hinten, den Namen. Und der Tim sitzt erstmal in Invis, der Teammate rennt rein, der andere, der jetzt hinten auch hochkommt, der auch noch. Und den bekommt er relativ schnell down, der war ja schon low vorher auf den anderen, springt das nochmal drauf und den bekommt er auch noch. War nicht die besten Spieler und auch nicht krass equipped, deswegen nur Platz 3. Aber wir machen weiter mit Platz 2. Hier haben wir einen richtig coolen Clip von Unspartable. Man sieht, er hat keine Waffe, hat gedacht irgendwie, vielleicht ist in den Dispensern einer. Und hinter ihm sieht man schon einen Gegner kommen, der ist jetzt auch nicht krass equipped, aber hat eine Waffe und er schießt ihn erstmal ab, springt hier runter, schafft das MG Cowboy. Der Gegner denkt sich, ja gut, wenn er Cowboy geplantet hat, dann springt er auch runter, wird aber abgeschossen, bekommt Fallschaden und stirbt. Nice. Mega gut gemacht eigentlich. Deswegen denke ich, ein sehr verdienter Platz 2. Aber wir haben heute natürlich auch noch einen ersten Platz und das Ganze ist heute einem Radix. Er staubt hier gerade schon einen Gegner ab, der eigentlich keine Rüstung hatte und man sieht jetzt hier mega viele Leute kämpfen. Er spielt übrigens auf Order Source BTW, aber ich denke mal, das haben die meisten schon gesehen. Ja, er gibt einem erstmal 2 Hits, der andere war hier irgendwie in der Ecke gestanden, der wär's hier nochmal kurz mit der Rod. Den bekommt er eigentlich auch und den anderen, den er schon low gemacht hat, auf den bekommt er nochmal richtig krasse Hits. Hat den eigentlich, ordentlich zerfickt, bekommt dann auch den Kill und sortiert jetzt erstmal ganz kurz ein bisschen Stuff. Will dann jetzt noch kurz vor dem Stuff da vorne gehen. Man sieht allerdings jetzt von links einen neuen Gegner kommen. Der geht gar nicht erst auf den Stuff, sondern direkt auf ihn. Das Invis, was er gesetzt hat, hat jetzt nicht so mega viel geholfen. Das Cowboy auch nicht. Allerdings, was er jetzt macht, ist mega nice. Er gibt erstmal eine Rot-Hit in FNS. Nochmal so eine nice Rot-Kombo und bekommt den Gegner down. Hat nur einen Hit bekommen. Auf jeden Fall mega krass zerfickt. Und jetzt hat er hier natürlich wieder ordentlich Stuff zum Sortieren. Und ich spoiler jetzt mal. Jetzt kommt gleich ein Gegner von hinten, der ihn auf 3 Herzen runterboxt, nämlich hier. Und der Gegner geht nicht weiter drauf. Ich denke mal, dann hätte er ihn nämlich bekommen. Allerdings wollte er den Stuff haben. Und genau das, was er eigentlich gebraucht hat, das liegt da noch, nämlich Schuhe und ein Harnisch. Übrigens, Leute, das ist mein Cousin und der hat mir bei WhatsApp geschrieben, er war low und deswegen war er One-Hit. Der wurde halt irgendwie die ganze Runde getargetet und hatte kein Essen. Angeblich, keine Ahnung, stimmt, aber trotzdem ein mega nicer Clip. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche kommt wie immer wieder bei Chio. Sein Stallprogramm funktioniert jetzt, deswegen denke ich, kommt jetzt endlich mal. Ja, aktiv, eine Woche bei mir, eine Woche bei Chio, eine Woche wieder bei mir und so weiter. Auf jeden Fall, wie vorhin gesagt, würde mich freuen, wenn dieses Mal wieder ein paar mehr Clips eingesendet werden. Das könnt ihr machen unter frexis5@gmail.com. Die E-Mail findet ihr auch nochmal in der Beschreibung. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.